Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Agina Trader Helpdesk. Natürlich wieder mit Carsten Berger. Ich freue mich, dass er heute wieder dabei ist und natürlich, dass Sie heute live dabei sind. Wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich auch schon jetzt in den Chat reinstellen. Und ja, Carsten wird sicherlich versuchen, diese zu beantworten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich im Namen von FXLED. Und auch wie immer, bevor ich an den Carsten übergebe, einmal kurz den Risikohinweis, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, sehr gut. Dann, lieber Carsten, übergebe ich jetzt den Bildschirm. Bin sehr gespannt, was du für uns heute mitgebracht hast und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson, für die nette Einleitung und Begrüßung. Wieder mal den Bildschirm aussuchen, das ist die Mitte, den brauche ich. Genau. Lustig, dass der ein ganz anderes Bild anzeigt. Technik überrascht uns mal wieder. Blau Hintergrund, genau. Aber jetzt ist es besser, oder? Jetzt sehen wir, nee, blau immer noch. Komisch. Das ist ja witzig. Eben, also am Anfang haben wir deinen Desktop gesehen. Den mittleren jetzt will blau. Ich haben. So. Jetzt musst du eine Perle sehen. Wassertropfen. Ja. Das ist richtig. Das wollen wir sehen. Abgeleitet vom Perlentaucher quasi. So, jetzt starten wir die PowerPoint. Und dann geht das frisch los. So, herzlich willkommen jetzt auch von meiner Seite aus. Und zum Agina Trader Helpdesk. Und dieses Jahr haben wir ja im Januar mit einem anderen Format mal ein bisschen angefangen. Natürlich könnt ihr immer Fragen stellen. Dafür ist das da. Ich habe hier das Fragen-Tablet hier quasi offen. Ihr könnt bei Fragen also einfach eure Fragen reinschreiben. Ich kann dann querlesen und werde die natürlich dann auch, wenn es machbar ist, beantworten. Wenn nicht, E-Mail reinschreiben und ihr kriegt dann eine persönliche Antwort von mir per E-Mail, wenn ich es jetzt hier nicht lösen kann. Was machen wir diesmal anders als sonst? Ja, wir bauen eine Trading Station mit Agina Trader und zwar so, wie man sie gekauft hat, quasi von der Default-Version zu einer Trading Station, wie man sie halt selbst aufbaut. Und das zeige ich euch wirklich so, wie ich mir mein Perlentaucher-Tool auch aufgebaut habe, Schritt für Schritt in der richtigen Reihenfolge, damit ihr keine Fehler macht, die ihr, wenn ihr am Ende seid und denkt, Mensch, ich bin fertig mit dem Agina Trader, ich habe jetzt meine Trading Station und stellt dann auf einmal fest, ich habe was vergessen. Weil dann wird es eine bittere Klickerei und man muss alles dann manuell noch hinzufügen und das bei mehreren Tabs, die offen sind, macht viel Arbeit. Also deshalb aufgepasst und natürlich wird das aufgezeichnet, im letzten schon gesagt und ihr könnt das quasi hier als Teil 2 nehmen. Und wir fangen genau dort an, wo wir letztens aufgehört haben mit dem Agina Trader genau in diesem Outfit. Risikohinweis hat Nelson schon gemacht. Über mich überspringe ich, weil im ersten Video habe ich mich schon mal vorgestellt. Also wer das hier nochmal hören möchte, was ich da ausgeführt habe zu mir, bitte auf den Teil 1 klicken, der natürlich bei FXFlat oder in meinem YouTube-Kanal unter Carsten Berger, tradercoach.de, dort natürlich auch abgelegt ist. So baust du dir deine Trading Station und zwar für den Agina Trader. Das ist die Agenda für den Teil 2. Wenn ihr schon Fragen habt bereits, wenn ihr das vielleicht nachgebaut habt oder etwas versucht habt, was wir letztes Mal als Thema hatten, dann könnt ihr natürlich gleich eure Fragen hier reinschreiben. Dann kommen wir jetzt natürlich, nachdem wir das letzte Mal das Chart Layout hatten, das heißt das, was wir im Endeffekt immer sehen bei jeder Plattform, auch im Agina Trader, das vielleicht anpassen wollen, was das Auge ja ausmacht, was es sehen möchte, und zwar Charts. Layout, das haben wir ja schon im großen Teil im Teil 1 gemacht. Und jetzt geht es darum, eine Struktur im Agina Trader zu schaffen, um sich dann nachher durchzuarbeiten. Wer mein Perlentaucher-Tool kennt, der kennt ungefähr diese Tabs, die da sind. Und das unterscheidet sich doch grundlegend von einem Layout, was geliefert, also mitgeliefert wurde, wo halt, sage ich mal, Indizes und so drin sind. Also das schauen wir uns auf jeden Fall an und machen das auch. Und das ist das große Thema heute, Instrumentlisten. Da geht es nicht um Geige und Kontrabass, sondern das sind Instrumentlisten, sind im Endeffekt Listen, die verschiedene handelbare Instrumente, und zwar Aktien, Futures, ja, verschiedene Listen letztendlich beinhalten. Das kann auch eine Watchliste sein oder eine Depotliste oder Depot 1 oder was immer ihr da letztendlich eingeben wollt. Das zeige ich euch, wie ihr das machen könnt.
und wie es in Struktur aufgenommen wird. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann los. Ansonsten natürlich wie immer, derjenige, der noch kein FX-Flat-Konto hat, eins eröffnen möchte, kann das auch über mich tun und kriegt dann eine Coaching-Stunde via Zoom 1:1 gratis. Und geht einfach auf meine Homepage und unter Leistungen, Services findet ihr dann bei FX-Flat die Möglichkeit, über diesen Link und diesen Buttons dort hineinzugehen. Das gleiche gilt für den Agina-Trader, falls ihr den kaufen wollt. Auch hier könnt ihr eine Coaching-Stunde kostenlos bekommen. Da ist auch der Button. Und im Idealfall sind es dann 2 Stunden, die ihr dafür nutzen könnt, zum Beispiel den Broker FX-Flat mit dem Agina-Trader zu verbinden, Datenfeed einzurichten und die ersten Schritte gemeinsam zu machen, damit es gleich bei euch richtig losgeht mit dem Handel. Wer das machen möchte, einfach mal eine Nachricht an cb@tradercoach.de. Dann können wir vielleicht ein Kennenlerngespräch machen, auch via Zoom, wenn ihr dazu Fragen habt. Und damit ihr natürlich auch diese Gratisstunden bekommt, einfach kurz eine E-Mail schicken, dass ihr das machen wollt. Ansonsten schaut mal auf meiner Homepage vorbei, tradercoach.de, die ist gerade im Umbau. Nicht wundern, dass die Farben da so komisch sind, das sind nicht meine Lieblingsfarben. Das ist halt nach so einem Update oft so, dass es anders aussieht und man muss es dann noch bearbeiten. Okay, das war das letzte Mal. So sah der Agina Trader aus. So haben wir angefangen nach der Installation, der erste Eindruck. Wer schon dabei war, der weiß, wie das aussieht. Und wie das jetzt aussieht, das schauen wir uns mal jetzt an. Soweit haben wir uns vorgearbeitet. Ja, doch schon ein bisschen anders das Layout. Der eine oder andere mag sagen, okay, der Hintergrund ist jetzt grau. Das schont meine Augen. Ich mag dieses helle Weiß nicht. Kann man natürlich individuell einstellen. Und wer das jetzt nicht weiß, schaut sich den ersten Teil an. Ne? Denn da ist alles enthalten. Eine Frage habe ich schon mal bekommen, eine ganz einfache, die schnell zu beantworten ist. Und zwar hat er gesagt, Mensch, bei dir ist der MACD, also dieser Indikator hier unten, den man ja auch mittels Actionbar hier ein- und ausblenden kann, der ist unterhalb des Volumens. Das ist normal, wenn man jetzt, sage ich mal, hier in so einen Actionbar was einblendet, dann passiert das. Aber der ATR, den hätte er gerne, der Rainer hätte gerne den ATR, sage ich mal, auch über dem MACD, also unter dem Volumen. Was natürlich irgendwie schöner ist, wenn das Volumen höher ist. Wie kann man das machen? Und der ATR ist nicht im Action Bar. Ja, für die, die es nicht wissen, Action Bar ist die rechte Leiste hier, die man hier mit, sage ich mal, mit Hammer und Sichel, sage ich immer, es ist ein Werkzeugkasten, aufmachen kann und einstellen kann. Da ist es aber nicht drin, sondern den ATR habe ich fest drin. Ich kann ihn also nicht wie den MACD hier unten ein- und ausblenden, sondern ist permanent da drin. Aber wie verschiebe ich das Ding jetzt? Könnt ihr jetzt anfassen und sagen, mit der Maustaste festhalten, runter? Nee, geht nicht. Wie ist die Lösung? Ich muss hier oben im Chart da oben bei Indicators raufklicken und in der Mitte seht ihr alle Indikatoren, die wir quasi in den Chart hineingelegt haben. Da ist auch jetzt der MACD drin, den wir im Actionbar haben, weil er ja eingeschaltet ist. Und das Volumen steht jetzt quasi unter dem ATR. Wenn ich das jetzt verändern möchte, dann klicke ich einfach aufs Volumen, halte meine linke Maustaste gedrückt und schiebe das oben drüber. So, das ist jetzt die Reihenfolge, die ich dann vielleicht so gerne hätte. Dann gehe ich nicht auf Löschen, sondern ich gehe auf Übernehmen. Und dann wird sich das gleich verändern. Und dann kann ich, wenn ich das offen lassen will, dann sieht man die Änderung noch mit geöffnetem Feld hier. Und ich könnte jetzt noch nachsteuern, wenn was nicht gut gelaufen ist. Sehe, aha, der ATR ist jetzt unterhalb des Volumens, so wollte ich es haben. Dann kann ich auf OK klicken und dann ist die Einstellungenfenster ist quasi geschlossen und dann habe ich das damit fertiggestellt. Das war die Frage für Rainer. Ich hoffe, ich konnte die damit beantworten. Was du jetzt natürlich machen musst, wenn du etwas verändert hast, das müsstest du auch noch speichern in deiner Vorlage, weil wenn du sonst diese gespeicherte Vorlage vom letzten Mal, Teil 1, Ende des Teil 1, wieder irgendwo reinladen würdest, dann wäre das wieder verändert, also auf dem alten Stand. Das heißt, man muss es immer speichern. Das passiert auch vielen, die, sage ich mal, jetzt verreisen wollen und den Agina Trader von ihrem Desktop-PC zu Hause auf den Laptop bringen wollen. Und dann speichern sie das nicht in den Vorlagen ab und wundern sich dann, wenn sie das dann auf dem Laptop bringen, dass das alles wieder auf dem alten Zustand ist. Also es ist ganz wichtig, dass ihr das abspeichert als Chartvorlage. Ja, kurzer Tipp, wie macht man das? Rechtsklick in den Chart. Einstellungen, Chartvorlagen hier unten, speichern unter und entweder habt ihr hier schon einen Namen, bei uns ist es der Trading Station Screener zum Beispiel,
darauf zu klicken, dann speichert er es ab oder er nimmt halt einen neuen Namen, den er vergibt da oben. Also daran immer denken. Was haben wir noch? Ach so, jemand, wer war das? Stefan. Hallo Stefan. Hat eine Frage geschickt auf mein E-Mail-Postfach und zwar hat er gesagt, diesen Regler hier an der Seite, im Actionbar, den findet ihr, den braucht er nicht. Was macht dieser Regler? Wir sind hier im Tageschart. Das sieht man, wenn man mit der Maus hier in Chart geht, da oben. Tageschart, das ist das Instrument. Ne? Und er möchte gerne sehen, dass der weg ist. Also er möchte ihn weg haben. So, man kann natürlich jetzt hier von einer Zeit halt 15 Minuten umstellen. Dafür ist diese Leiste da. Man kann das aber auch einfach hier oben machen. Man geht da oben rauf und sagt den Tag. So, ich habe die Leiste bei mir auch nicht drin. Also wie nimmt man die raus? Die ist ja im Actionbar. Gehen wir quasi hier oben rauf. Gehen auf, wo war die jetzt? Moment, da, Periodizitäten, Schieberegler anzeigen. Ne, aus. Und dann gehen wir nur auf Apply, bitte. Und okay. Und dann ist der Schieberegler weg. Wieder eine Änderung gemacht. Jetzt müssen wir wieder speichern, wenn das so sein soll. Und der Norbert hat mir noch geschrieben, ich weiß immer nicht, welches Instrument es im Chart ist. Wie kann ich das anzeigen lassen? Das stimmt, hier steht es nicht drin. Ne? Nur in der Liste, dass es hier quasi der Future 6E ist. Aber was ist das jetzt genau? Das kann ich mir anzeigen lassen, im Endeffekt mit Informationen. Und dann ist es hinter dem Chart hinterlegt. Am besten im Actionbar. Dann kann man das immer wieder wegklicken, also wieder aufmachen. Und dann auf Indikatoren gehen. Bearbeiten. Das kennen wir auch schon aus Teil 1, aber jetzt versuchen wir mal hier die Info rauszusuchen. Da ist Info. Doppelklicken oder rüberziehen, das kann man sich aussuchen. Zack, das mal ganz nach oben. Und dann sehe ich hier die Textfarbe auf der rechten Seite. Also das ist natürlich jetzt beim Hellgrau, nochmal ein Dunkelgrau zu nehmen, ist vielleicht nicht so schön. Dann lieber ein Schwarz vielleicht oder ein Weiß. Nehmen wir ein Weiß. So, und klick auf, man kann ja noch einstellen, wo es ist. Wahrscheinlich Info, nee, links, rechts, Mitte, nee, ist mal Mitte, Center. Hier könnte ich zum Beispiel einstellen, ich möchte das nicht im Center haben, sondern oben links, oben rechts und so weiter. Aber ich sag mal, ich mache es im Center. Klick auf OK und auf Apply und dann auf OK. Dann habe ich die Info im Actionbar. Jetzt kann ich das anzeigen lassen, dann sehe ich halt, was ist für ein Instrument, Euro, welcher Börse ist es gehandelt, welcher Handelsplatz und so weiter, ne, bei Aktien und so weiter. Und das kann ich dann auch wieder ganz entspannt mit dem Klick wieder rausnehmen. So, haben wir also drei Sachen geändert. Schönen Dank für die Zuschriften. Rechtsklick rein, jetzt speichern, sonst ist es wieder weg. Einstellungen, Chartvorlage, speichern unter. Das ist die, die wir nehmen als Übungsding und dann haben wir es gespeichert. So, das ist ja ein Chart, aber wir haben eine List-Chart-Gruppe. Was ist eine List-Chart-Gruppe? Auch hier spricht der Algina Trader davon. Das ist die Liste hier rechts oder Scanner genannt, aber auch Liste. So, jetzt habe ich einen Chart. Das ist der Chart hier auf der rechten Seite, das ganze Feld mit dem Actionbar. Na? Und Gruppe heißt ja eigentlich nicht einer, sondern mehrere. Und der zweite oder dritte Chart oder vierte, man kann sich vier nämlich in einer Gruppe anzeigen lassen, liegt hinter diesem Feld. Chart maximieren, minimieren. Ja, das ist jetzt maximiert. Jetzt minimiere ich ihn und habe dann hier noch zwei Charts offen. Ja. Da ich ja jetzt quasi in dem Chart hier die Info drin habe, aber in dem Chart noch nicht hier und dem auch nicht, möchte ich es vielleicht hinzufügen. Was mache ich? Ich lade die Chartvorlage da rein. Jetzt muss ich auf rechts reinklicken. Chartvorlage, also Einstellungen. Chartvorlage laden, das seht ihr jetzt nicht, weil ich so weit rechts rüber bin. Ich ziehe das mal rüber, weil es ist dann bei mir auf dem dritten Bildschirm. Also nochmal, rechts, Einstellungen und Chartvorlage ist unten. So, lade. Und da wir das ja letztes Mal schon gespeichert haben, ist das schon angehakt. Das heißt, ihr müsst kurzfristig mal auf irgendeinen anderen Chart gehen. Ja, wenn ihr den schön findet, könnt ihr auch den nehmen. Und dann müsst ihr nochmal zurückgehen und nochmal die Vorlage laden. Das ist leider so, wenn es so angewählt ist, ein TS-Screener. Und jetzt habt ihr oben rechts auch die Info drin. Das heißt, dieser Chart rechts ist identisch mit dem. Und das Gleiche müssen wir jetzt im Endeffekt da unten auch machen. Und das meine ich mal, wenn Sie jetzt einen Fehler oder wenn ihr einen Fehler macht, Entschuldigung,
und habe da oben ganz viele Charts offen, dann müsst ihr das alles einzeln nachfügen. Und das ist diese benannte Klickarbeit, die halt, sag ich mal, sehr anstrengend ist, mühselig. Deshalb vorher nachdenken, was man haben möchte und nicht erst am Schluss sagen, oh, ich will jetzt aber nur ein RSI drin haben. Dann müsst ihr immer wieder einfügen, die Charts, speichern, verändern. Und das sind schon eine Menge Klicks. Ne? Muss man einen Schluck Tee trinken? So. Dann machen wir die mal wieder groß. So, jetzt haben wir im Endeffekt die Chart-Layouts mal so gelegt, wie wir wollen. Wenn man jetzt noch andere Chart-Layouts haben möchte, dann gehe ich nochmal auf die Gruppe zurück. Dann habe ich hier oben so ein Feld wie das hier. Chartgruppe. Klickt man darauf, dann kann ich zum Beispiel, also man muss sich vorstellen, so ein Chart-Container sind alle Charts, die ihr jetzt seht, aber nicht die Liste links. Chart-Container sind quasi diese drei Charts, ne? Verschiedene Zeiteinheiten, Woche, Monat, Tag. Könnte die jetzt quasi auch anders anordnen. Ne? Ihr seht, wenn vertikal oder zwei kleine, so wie jetzt, einen größeren links und so weiter. Man könnte jetzt noch einen Chart hinzufügen, einen vierten, dann hättet ihr die Möglichkeit, das auch anders darzustellen. Also finde auch immer ganz nett diese Darstellungsweise. Dann hat man die kleinen hier unten und den breiten da oben. Ich mache das meistens, die kleinen Kontrolldinger bei mir schiebe ich einfach an dieser Mittelleiste hier, kann man die hin und her schieben und dann mache ich die kleiner. Und das reicht mir dann im Endeffekt aus, weil das ist dann halt meinetwegen mein Tageschart, mit dem ich am meisten arbeite. Das ist auch schon mal ganz dienlich. So, das zu den Charts. Jetzt wollen wir Folgendes machen, die Struktur festlegen. Und euch fällt wahrscheinlich auf, und das sind auch die Tabs, also dass diese Punkte hier oben nennt man Tabs, so Tabulatoren. Und dort sind letztendlich verschiedene Listen enthalten. In dem Fall sind es die Futures-Listen, das steht ja auch drin, Nasdaq 100, wenn ich darauf klicke. Und hier haben wir noch gar nichts gemacht. So sah der Arjuna Trader aus. Das heißt, wenn ihr hier einen Chart irgendwo bearbeitet, bedeutet das nicht unbedingt, dass der jetzt in allen anderen geöffneten Dingen übernommen ist. Also dann dürft ihr euch nicht wundern. Ne? Deshalb die Vorlagen. Ihr müsst die Vorlagen speichern, damit ihr sie dann nachher effektiv benutzen könnt, um diese dort hineinzuladen. Ne? Aber dafür wollen wir ja noch den eventuellen Scanner und so weiter in der Liste erstellen. Jetzt zum Grundgerüst. Ich muss mir, wenn ich ein Grundgerüst haben will, zum Beispiel am Anfang einen Screener, wo ich halt sage, da tue ich immer alle Listen rein, wo ich im Endeffekt meinetwegen DAX, MDAX, TechDAX und dann habe ich meine gewissen Kaufsignale, die wir ja noch nicht erklärt haben, festgelegt und dann habe ich ein Ergebnis. Ja. Und dann möchte ich zum Beispiel aus diesem Screener dann eine Sache haben, zum Beispiel wie eine Watchlist Long und eine Watchlist Short. So, wo halt Werte einfach mal ablegen kann. Oder ihr habt zum Beispiel eine Liste mit Investing. Dann macht ihr halt eine Investing-Liste. Wo schreibe ich im Endeffekt meine Listen fest? Wo kann ich das strukturieren? Okay, das müsst ihr im Endeffekt jetzt nach diesem Chart-Layout, das erstellt wird, jetzt machen im Endeffekt. Und zwar über Werkzeuge. Früher hieß das Feld Tools. Das ist jetzt eine andere Bezeichnung. Dann geht ihr auf Einstellungen und Instrument Escort. Ja, nicht gleich zu finden, dass man da was mit Listen zu tun hat, aber ihr seht, in der Mitte steht Instrument Listen. Dieser Tab ist entscheidend. Klickt da drauf, Instrument Listen. Und ihr findet darunter ein Feld. Also entweder habt ihr hier schon Listen drin, das sind die entweder vom Arjuna Trader mitgelieferten, unter anderem auch diese Futures-Listen müssen hier irgendwo auftauchen, wenn ich die nicht schon gesehen habe. So, eigentlich nicht, aber eigentlich müssten sie drin sein. S&P 501 oder so. Oh, da ist S&P 500 drin und so weiter. Also ein paar Listen sind schon drin. Was wichtig ist, ist, ihr könnt im Endeffekt jetzt hier, wenn die Zeile blinkt, eure eigene Liste erstellen. Und ein Tipp von mir, ich habe sehr, sehr viele Listen bei mir in meinem Perlentaucher-Tool, ich glaube über 150. Wenn die alle mit einem anderen Anfangsbuchstaben anfangen, dann habt ihr die alle gemischt, egal ob die jetzt vom Arjuna Trader mitgegeben wurden oder von einem Add-on, was ihr gekauft habt. Ihr solltet sie anders einleitend bezeichnen. Also ich habe zum Beispiel entweder so ein Sternchen davor oder ein Ausrufezeichen, also das ist Geschmackssache. Ich lasse jetzt mal das Ausrufezeichen da drin und schreibe dann zum Beispiel rein Screener.
So, das soll meine erste Liste sein. Und dann habe ich, wenn ich ja jetzt anfange, mir einen neuen Arbeitsplatz zu erstellen, die Möglichkeit, hier quasi einen Katalog anzulegen, also eine Kategorie. Und das müsst ihr euch vorstellen, wie links ist die Seite und die heftet ihr in einen Ordner. Ja, also sage ich jetzt zum Beispiel hier, das ist meine Trading Station. So, alles, was ich jetzt hier erstelle an Listen, ist von mir geschaffen und kommt einer Unterkategorie gleich unter Trading Station. Ja. So, was müsst ihr jetzt machen? Nur noch speichern. Wo ist der Speicherbutton hier unten links? Gespeichert. So, und jetzt schauen wir mal, wo die ist in der Liste, ob sie auch drin ist. Ist gespeichert. Ja, ist drin. Unter Trading Station werdet ihr nur den finden. Wenn man diese Ordner öffnet, diesen einen, dann seht ihr im Endeffekt, wer ist der Büroschrank. Ihr habt einmal hier so X-Tick-Daten, keine Kategorie, da sind auch ganz viele drin und euren Ordner Trading Station, da ist nur der Screener drin. Geht ihr jetzt auf keine Kategorie in dem Schrank und öffnet diesen Ordner, dann seht ihr, aha, da sind alle anderen auch drin. Also man kann da so ein bisschen ausmisten. Ne? Aber trotzdem ist gut, wenn ihr hier so ein Ausrufezeichen meinetwegen drin habt, damit es halt, sage ich mal, in der Gesamtheit ein bisschen unterscheidet, wenn ihr nachher immer GINA-Trader-Listen auswählt. So, das ist Teil 1 der Liste im Endeffekt. Jetzt möchte ich noch eine zweite haben. Ich gehe wieder auf Trading Station in meinen Ordner. Screener. Wenn ich jetzt eine Aktie gescreent habe, dann muss ich den nächsten Schritt gehen. Da habe ich eine Auswahl, entweder mechanisch oder optisch getroffen, also manuell oder automatisch durch den Angina Trader. Dann will ich die in eine andere Liste schieben. Was könnte die nächste Form der Liste sein? Ich sage mal Ausrufezeichen und dann sage ich mal Watchlist. Long oder Long Watchlist machen wir mal. Das hat nämlich einen Vorteil, weil wenn man die nachher auf dem Button liegt, dann sieht man das besser. Long Watchlist. Manch einer kann auch WL schreiben, nur WL für Watchlist Long. Ich arbeite gerne mit Abkürzungen, aber am Anfang, wenn man sich zurechtfinden will, macht es vielleicht Sinn, einfachen Namen zu geben. So, speichern, damit ist es auch drin. Dann brauche ich hier nur raufklicken und im Endeffekt Short eingeben. Speichern. Was haben wir jetzt? Drei Sachen. Ein Screener, eine Longwatchliste, eine Shortwatchliste. Was brauchen wir noch, damit wir halt, sage ich mal, Struktur haben und so ein bisschen durchscreenen von links nach rechts, ja, und immer den gleichen Arbeitsablauf kriegen. Von Tab zu Tab, vom Screener in die Watchliste. Was kommt danach? Hat jemand eine Idee? Was brauchen wir noch? Eventuell als Liste, kannst du mal bei Fragen reinschreiben. Was brauchen wir noch? Ich habe zum Beispiel eine Handelsliste. Da schreibe ich einfach nur jetzt mal Handel rein und speichere die. Warum macht das Sinn? Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt gescreent, habt das in die Watchlist gemacht. Jetzt dauert es vielleicht noch 2 Tage, bis ihr euren Einstieg findet, je nachdem, was es für ein Kriterium ist. Und ihr wollt an dem Tag die Position aufbauen, einen Trade eingehen. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr euch nicht in so einer riesen Watchliste, wo vielleicht 30, 40 Werte drin sind, jetzt wenn ihr 3 Positionen haben wollt, dann ablenken lasst. Sondern es geht an dem Tag um die 3 Positionen, wie ihr sie im Endeffekt entweder long oder short aufbauen wollt. Und da ist quasi konkretes Handeln erforderlich. Und das bedeutet, man fokussiert sich, also das mache ich so, nur auf die Handelsliste, da sind dann meine 3 Aktien drin, die ich wirklich handeln will. Mehr mache ich da nicht. Ne? Was könnte man jetzt noch gebrauchen? Was passiert, wenn ich eine Aktie habe? Wenn ich wirklich einen Trade habe, die habe ich bekommen, mein Kurs ist getriggert worden, meine Order ist getriggert worden. Was kommt als nächster Schritt? Wenn ich sie gehandelt habe, geht sie ins Depot, speichern. So, jetzt haben wir im Endeffekt von der Idee her schon mal eine Struktur reingebracht. Nicht einfach irgendwelche Listen oben, wo wir vielleicht in den Listen hier S&P 500 und Nasdaq einfach irgendwelche Trades eröffnen. Nee, sondern wir haben eine Struktur und zwar Screener zuerst. Und das ist wirklich die Struktur, wie ich auch beim Perlentaucher vorgehe. Screener zuerst, dann kommt es in die Watchliste, wenn es noch ein bisschen braucht. Manchmal kann man auch ein Trade gleich eingehen, dann kann ich die auch gleich in die Handelsliste kopieren und dann habe ich das Depot. So, und jetzt könnte ich noch etwas machen. Okay, das ist jetzt Tagesbasis die Strategie, die wir hier einfach so mal erstellen. Das ist nicht meine Perlentaucher-Strategie, sondern ich zeige euch den Weg, wie man das strukturiert macht. Dann könnte man sich ja noch vorstellen, dass es eventuell noch jemanden gibt, der sagt, ich möchte einen Intraday-Arbeitsplatz haben, wo ich halt
eine Aktie screene und dann habe ich die oder meine zwei, drei News-Trades mache. Da habe ich aber einen 5-Minuten-Chart offen und einen 1-Minuten-Chart und einen Stunden-Chart meinetwegen. So, und das sieht sich, unterscheidet sich ja dann von den anderen. Deswegen habe ich noch so ein Intraday-Ding. So. Das zeichnet im Endeffekt schon viele Variationsmöglichkeiten ab. Die Struktur. Ihr könnt natürlich Listen hinzufügen. Wie gesagt, wenn ihr investiert seid, Investing, Investor eingeben und so weiter, was ihr sonst noch alles habt. Von den Kindern ein Depot oder sonst wie, also die Liste, damit ihr die Aktien verfolgen könnt. Das könnt ihr alles reingeben. So, aber ihr habt eine Struktur. So, jetzt haben wir diese Listen. Wie kriegen wir jetzt diese Listen hier oben rein? Also bei Futures ist es ja so, da haben wir im Endeffekt Folgendes gemacht, damit es überhaupt hier reinkommt. Ich zeige euch mal nur den Weg, weil wir haben diese Möglichkeit noch nicht erschaffen, aber der Weg ist halt wichtig, damit wir den nächsten Schritt machen können. So, dann geht man hier oben, wenn man hier so einen Tab reinbekommen will, auf diesen Button. List Chart Gruppe. Also man öffnet quasi eine Gruppe von Chart mit einer Liste. Das ist ja das, was wir sehen. Klickt da drauf. Und da oben sind unsere Instrumentlisten dann drin. Und wenn ihr hier aufmacht, dann seht ihr, Trading Station, ja, unseren Ordner im Aktienschrank. Warum steht da statische Listen? Statische Listen heißt, das sind Listen, die entweder vom Agina Trader selbst schon mitgegeben wurde oder die ihr selbst wie eben erstellt habt. Das heißt, die werden einmal gemacht. Was sind dynamische Listen? Ihr seht schon hier Doppelbottom und was ich weiß. Das kommt aus dem Internet, das wird herausgezogen. Das sind Aktien, die halt an dem Tag, wo ihr das gescannt habt, einen Doppelbottom haben. Und es ist am nächsten Tag schon wieder eine andere Aktie, deswegen verändert sich das. Quasi eine, was ist das für eine Links? Dynamische Liste. Ja, brauchen wir aber nicht. So, haben wir auf. Jetzt machen wir es mal auf. Und jetzt sehen wir, hey, da sind ja alle unsere drin und alle mit einem schönen Ausrufezeichen davor, damit sie auch, sage ich mal, später, wenn man sie mal woanders benutzen muss, dann braucht man das, damit man das erkennt. Ja. Damit sie unter einem Ranking sind quasi. So, was würde ich jetzt öffnen? Screener zum Beispiel. Dann habe ich die Liste Screener. Das ist nur der Name, da ist ja noch nichts drin. Ne? Aber wir haben den Namen für hier oben quasi so vergeben. Und dann bräuchte ich jetzt hier unten noch eine Vorlage. Und die haben wir noch nicht erstellt. Das ist quasi eine List-Chart-Gruppe. Und darum, da sind halt Vorlagen drin, aber das würde jetzt wieder unsere Zeichnung überschreiben. Da wäre halt wieder das Schwarze wahrscheinlich und so sowas drin. Das wollen wir ja nicht. Also, was müssen wir jetzt machen? Das haben wir gelernt. Wir müssen eine List-Chart-Gruppe erstellen, damit wir hier oben diese Tabs bekommen. Und eben nicht nur diese Listen, ja, die sind ja endlos. Da könnte man F-DAX, Tech-DAX, was man halt aufmachen kann, S&P 1, Russell 1 bis 10, da hätte man hier alles voll. Und das würde nicht nur das System belasten, denn je mehr Tabs hier oben offen habt, desto mehr beansprucht das den Agina-Trader und deinen Rechner, den man hat. Ja, von daher, da sollte man halt auch effektiv arbeiten und die Listen, die man nicht mehr braucht, auch schließen, weil da muss man keine Kursdaten laden und so weiter. Viel, viel besser. So, jetzt müssen wir eine List-Chart-Gruppe erstellen und die Chart-Gruppe haben wir ja schon, das ist super. Jetzt müssen wir die Liste anpassen. Und jetzt müssen wir uns im Endeffekt Gedanken machen, wie unser Screener aussehen soll. So, wie kann ich den bearbeiten? Ich kann hier oben auf diesen Bleistift gehen, Spalten bearbeiten. Alternativ kann ich hier auch reinklicken. Ihr wisst, ich mag lieber Menüs und kann dann hier im Endeffekt auf Spalten bearbeiten in diesem Menü gehen. Dann sehe ich immer noch, was hat denn alles da noch für Funktionen hinter sind. Aber im Moment brauche ich nur Spalten bearbeiten. Und das Ding, dieses Arbeitspad, sage ich mal, sieht im Endeffekt aus wie bei den Indikatoren. Ne? Ihr seht hier oben Symbole in der Mitte, sind alles die, die hier drin sind. Wie sind die von quasi jetzt reingelangt in diese Spalte? Ja klar, von hier links. Ne? Hier habt ihr sämtliche Möglichkeiten. Das Symbol ist zum Beispiel aus Informationen rübergezogen worden. Das ist dasselbe Spiel wie mit den Indikatoren. Ja, auch hier gibt es Indikatoren, die man mit reinsetzen kann. Muss man immer gucken, ob es sinnvoll ist. Und man kann hier Signale einsetzen. Das sind Conditions. Ja, ich sage mal, Signal. Ne? So, die muss man vorher im Condition Escort erstellen. Aber wir können schon grundsätzlich ein paar Dinge ändern, die vielleicht auch gewollt sind und die man gut findet. Also bei Informationen, dem manch einen reicht so ein Symbol nicht. Wenn ich dann nur Daimler habe, DAI, möchte jemand vielleicht noch den Namen haben,
Den kann ich natürlich auch hier zwischenziehen und gleich da oben rein. Dann habe ich den an der richtigen Stelle. Und wenn ich auf Bestätigen gehe hier rechts unten, dann sehe ich auch gleich das Ergebnis. Aha, das ist ja weiß jetzt. Das ist auch interessant, ne? Ich bin in Schwarz drin, aber trotzdem schreibt er jetzt einfach mal weiß. Er hätte ja auch schwarz mit weißer Schrift nehmen können, aber ich mag keinen schwarzen Hintergrund so richtig. Ich bin da nicht so ein Freund von. Ändere ich das jetzt mal in der Farbe und eigne mich mal auf einem, so wie es bei mir, bei meinem Tool ist. Ich nehme mal so ein Light Blue meinetwegen. So, viele wollen diese kleine Schrift nicht. Einstellen kann man die hier unter Font. Klickt da rein, dann habt ihr rechts drei Punkte. Draufklicken, auf 10 gehen, das ist so meins, okay. Und bestätigen, und dann werdet ihr sehen, dann kann man das auch viel besser lesen. Jetzt habe ich das hellblau, wer das auf weiß lassen möchte. Ihr könnt da wählen, wie ihr wollt. Ne? Das ist also ein Beispiel. So, bei Symbol ist genau das Gleiche. Ich möchte auch die Farbe ändern. Zack, darauf geklickt. Wichtig ist ja, dass ihr das euch merkt, einfach was es war. Das war es, bestätigen. Das ist jetzt eine andere Farbe, habe ich jetzt genommen. Kann man anpassen. So, wenn ich jetzt auch da wieder Fett haben möchte, dann muss ich auf, Symbol ist schon auf 9,7 gestellt. Man sieht es, da wurde schon vorgearbeitet. So, den letzten Preis von der Aktie, den letzten gehandelten Preis, der interessiert mich zum Beispiel nicht. Den kann ich hier einfach markieren gehen und auf Entfernen. Der ADX, der interessiert mich auch nicht, gehe ich auf Entfernen. Der RSI, der interessiert mich jetzt auch nicht. Ein Turtle Long Signal, das ist schön, das ist aber nicht meins. Nehme ich das einfach mal raus, weil es geht ja darum, was Eigenes zu erstellen. So, jetzt mache ich Folgendes, so zack. Und gehe mal auf Bestätigen und dann sieht der Screener schon ganz anders aus. Erstmal habe ich die Farben ein bisschen mehr angepasst. Man weiß jetzt, wie man die Schriftgröße verändert und wie man Farben einstellt und wo man etwas hinzufügt. Eine tolle Leiste, die immer gut ist, wenn ihr zum Beispiel wissen, Anmerkungen schnell reingeben wollt beim Trade, ist die Kommentarleiste hier unten. Die habe ich auch drin. Zieht die mal rüber. Dann habt ihr hier eine weiße Hintergrundfarbe, die nach, passt ja natürlich wieder an. Ja, ich will nicht so viel Farben haben, deswegen kommt jetzt hier wieder, wo ist das Blau? Light Steel Blue. Oh, Light Steel Blue, wo ist es? Ja, da unten. So, bestätigen. Kommentar und hier könnt ihr halt auch die Schrift anpassen. Man sagt, ihr wollt lieber doch wieder eine 10 schreiben. Da könnt ihr euch zum Beispiel die Earnings-Daten reinschreiben oder warum ihr welche Strategie. Ich benutze dafür Abkürzungen. Ja, es ist mein P1-Signal zum Beispiel. Dann weiß ich, ah, P1-Signal am welchem Datum? Ja, 22.01.12. 12. Januar habe ich mein P1-Signal bekommen. Ja, dann könnt ihr ein bisschen noch ein paar Sachen reinschreiben. Dafür ist die Kommentarleiste gut. Was fehlt jetzt noch? Ja? Wichtig, auch diesen Scanner. Wenn ihr dort etwas gemacht habt, so in der Form, könnt ihr genauso abspeichern und solltet ihr auch abspeichern in einer Art von Vorlage. Wie macht man das? Rechtsklick einfach hier rein. Scanner-Vorlage. Ja, da heißt es Scanner. Scanner, Screener oder Liste, das ist im Endeffekt das Gleiche. Speichern unter. Und da haben wir noch nichts. Wie ihr seht, gehe ich auf Auswählen. Und dann sage ich, ich glaube, es war TS für Trading Station. Bei mir ist es in dem Fall der Screener. Der Screener. So, jetzt habe ich das gespeichert. Was könnte ich jetzt damit machen? Genau wie die Charts als Vorlage in anderen Charts, sage ich mal, benutzt werden können, kann man auch verschiedene Scanner erstellen und die einfach in den Chart reinladen. Also ich mache es jetzt mal, damit ihr seht, wie es geht. Gehe jetzt auf den DAX, sage, ich möchte den Scanner umwandeln. Was mache ich? Rechtsklick rein, Scanner-Vorlage, laden, TS-Screener. Zack. So, wenn ihr jetzt verschiedene Sachen habt als Scanner, die sind meistens wegen vielleicht so groß und so lang mit vielen Zeilen und so weiter, vielen Spalten, dann könntet ihr sagen, ne, ich lade mir die einfach immer mit dem Rechtsklick und Scanner-Vorlage laden hinein. Ne? Und dann screenen die automatisch durch mit einer anderen Vorlage. Finde ich ganz praktisch. Von daher, so kann man das machen. Gehen wir zurück auf unsere Futures-Seite, weil das ist unsere Seite, wo wir alles fertig machen wollen. So. Und natürlich könnte man jetzt schon einen Schritt weitergehen. Welchen Schritt müssen wir jetzt machen? Wir müssen ein Signal erstellen zum Beispiel. Also
Der erste Schritt, wir wollen, was haben wir denn im Chart? Wir haben im Chart, ich mache mal den einen hier groß, damit die anderen unten weg sind. An dem wollen wir ja arbeiten. Wir haben hier so ein MACD-Signal. So, ich nehme mal den Euro-Dollar weg, der ist hier irgendwie so langweilig. So, hier MACD. Was könnte man da jetzt für ein Signal nehmen zum Beispiel? Könnten wir zum Beispiel jetzt mal gucken, wann gehe ich jetzt mal long und wann gehe ich short am MACD? Könnte jetzt sagen, okay, wenn der größer ist als 0 und der schneidet hier den Punkt, ja, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, geht da rein darum, um ein Signal zu finden. Unter die, also die dünne Linie schneidet die etwas langsamen Durchschnitt, dann gehe ich meinetwegen short und geht ja long drüber, dann gehe ich long. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Man könnte auch sagen, nee, ich gehe ja short, wenn es hier unten drunter geht zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. So, wie macht man das? Wie kann man das umsetzen? In einem Condition Escort. Das ist nichts anderes. Das ist keine, wie eine Bedingung heißt es im Endeffekt übersetzt, aber es ist ein Signal. So, wo findet man das? Strategien. Da mal aufklicken. Condition Escort, das ist es. Und das wird wahrscheinlich auch noch Teil 3 werden, weil das ist ein umfassendes Tool. Und da hat man im Endeffekt auf der linken Seite das, was schon vorhanden ist an Signalen. Also Agena Trader liefert schon was mit. Hier so einen exponentiellen Durchschnitt 34, wenn der Schlusskurs quasi drüber ist und drunter ist ein Signal. Die könnte man schon benutzen oder hier ist zum Beispiel Gaps mit drin, Down Gap und ein Up Gap wird angezeigt und wir haben schon MACD, Crossover Long. Ja. Das kann man auch benutzen. Wenn man jetzt da drauf klickt, dann sieht man, und das kann man gleich nutzen, dann müssen wir das nicht selber machen, klicken wir mal drauf, dann sehen wir die Einstellungen dazu, wie es fertiggestellt wird. Das soll mal unser Signal sein, weil wir ja als Indikator im Chart immer auch den drin haben müssen zum Anzeigen, zur Kontrolle für das Signal, was wir dann später nur als eine 1 angezeigt bekommen, zum Beispiel oder als Name MACD Crossover Long. So, wie kriegen, haben die das erstellt? Die haben im Endeffekt hier oben einfach mal schon einen Namen vergeben. Also hier in dieses Feld. Und zwar haben sie reingeschrieben MACD Crossover Long. Dann mussten sie auswählen, dann müsst ihr auswählen zwischen Long und Short. Das ist ein Long-Signal. Super. Und dann gibt es hier noch eine Beschreibung, damit man auch wirklich weiß, was man da machen soll, kann man dann hier noch eine Beschreibung eingeben. Auch macht. Und auch für die ganzen Signale, die ihr erstellt, kann man hier eine Kategorie vergeben. Und in dem Fall ist es MACD, was als quasi als Ordner dient, in dem Schrank der ganzen Signale. Ja. Und ihr seht, da sind die ganzen Kategorien. In dem Fall ist es MACD. Und da kann man verschiedene Strukturen schaffen, so wie es für euch übersichtlich ist. Ne? Also da müsst ihr schauen, was ist sinnvoll. Man könnte da auch reinschreiben, das ist ein TS1-Signal, meinetwegen oder so. Ja? Weil eine Struktur eure eigene sein soll, könnt ihr natürlich einen eigenen Ordner stellen. So, was haben Sie dann gemacht? Sie müssen natürlich den MACD hier unten reinziehen. Es gibt eine linke Seite, das sind zwei kleine Quadrate, eine rechte Seite und ein mittleres Feld. Ja, und da kann man also wie plus, minus, mal geteilt oder größer, kleiner, ja, größer als, cross above, cross drüber und so weiter eintragen. Mal geteilt und plus und minus da nicht, das ist woanders. Aber das sind so, wie kennt man ja noch aus der Schulzeit, größer und kleiner als, so funktioniert das. So. Und dann haben Sie im Endeffekt einen Indikator ausgesucht und zwar hier oben drauf geklickt und da den MACD. Ihr könnt da raufklicken und einfach ein M drücken, wenn ihr wisst, wie der heißt, dann rutscht er gleich darunter auf den Buchstaben M, müsst nicht so lange scrollen. Und dann den MACD hier unten reingezogen einfach oder doppelklicken. Ich glaube doppelklicken, mal gucken, ob es geht. Nee, gibt nicht. Wir müssten reinziehen, also Drag und Drop. So. Und dann ist der da drin. Und wenn der da drin ist auf der Seite und markiert ist, so orange ist, könnte man hier auf der Seite noch Einstellungen vornehmen. Ne? In diesem Feld, wie beim Indikator. Ich mache es mal ein bisschen größer. Das sind die Einstellmöglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, ihr wollt lieber eine andere Durchschnitt eingeben. Ne? Einfach raufklicken, verändern. Ne? Hier stellt man zum Beispiel ein, was im MACD auf der Seite
berücksichtigt werden soll, also ausgelesen werden sollen. Das ist der MACD. Es gibt ja noch den Differenz und es gibt noch den Average, den Durchschnitt, den langsameren, und zwar den der dunklen Linie. Die helle Linie, die kurze, dünne Linie ist im Endeffekt der MACD. Das ist der Average und das ist die Differenz hier. Ne? Das sind die drei Sachen. Und hier steht jetzt True of MACD. Und das bedeutet, dass wir das ins Verhältnis setzen zu der anderen Seite. Ja, man könnte es auch verändern. Dann verändert sich das Ganze auch. Dann ist das jetzt voll, wäre jetzt die Differenz. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen nur Falls. So. Dann kann man hier noch eingeben, ob das bestimmte Tage her ist, bars ago, also nicht jetzt der letzte, die letzte Periode, sondern vor 5 Perioden, vor 6 Perioden, kann man auch machen. Was haben wir noch? Man kann hier die Zeiteinheit vorgeben. Wenn man jetzt hier eingibt einen Tag, dann gilt die auch nur für einen Tag. Wenn ihr das hier offen lasst, dann passt das sich an, und zwar je nachdem, wenn ihr im Scanner seid, in welche Spalte ihr das packt, könnt ihr dort eine Zeiteinheit festlegen und könnt es deshalb in dem Signal offen lassen. Wenn es in das Signal in den Chart per Pfeil angezeigt werden soll, empfehle ich es auch dort offen zu lassen, weil dann passt es sich jeder Zeiteinheit an, je nachdem, was für ein Chart darüber geöffnet ist. Auch ganz wichtig. Ja. Das einfach mal zu berücksichtigen. So, was haben wir denn noch? Das ist auf jeden Fall ein Einstieg. Dann gibt es eine Ranking-Position, mit der habe ich, sage ich mal, nicht viel gearbeitet, ob es jetzt ein Medium-Wert ist, wenn das heißt, es ist ein Top, das, also dieses Signal ist top zu beachten. Wenn jetzt mehrere Signale in eins hineinfließen, dann könnt ihr quasi dort sagen, das A-Signal mit dem B und C und D, dann wäre das zum Beispiel top, das B-Signal wäre nur Medium und das letzte wäre vielleicht Lowest oder so. Arbeite ich nicht mit, habe immer nur ein Signal. Und das geht damit rein. Pfeil. Das ist wichtig, weil ihr habt im Endeffekt die Farbe von dem Pfeil, der später unterhalb beim Einstieg und oberhalb beim Short, also hier beim Long, quasi unter den Perioden oder über den Perioden erscheint. Dann nehmen wir mal eine andere Farbe, weil die ist ja zu grell für grau. Da nehmen wir einfach mal einen dunkelgrünen Pfeil. So. Die Pfeilgröße, Small, wäre mir auch zu klein. Ich nehme mal Normal. Und ihr könnt entscheiden, ob auch die Periode, wenn so ein Signal auftaucht, gefärbt ist. Das möchte ich in dem Fall nicht. Ob ein Text erscheint, nee, wird unübersichtlich, möchte ich auch nicht. Und wie die Farbe im Scanner, also in der Liste ist, wenn das zutreffen sollte, das Signal. Das machen wir mal. Machen wir auch ein Grün. So, okay. Habe ich jetzt mal so gelöst. Ja, was haben die noch gemacht letztendlich? Hier unten, die haben gesagt, okay, hier müssen wir den MACD wollen wir haben, mache ich mal auf True, das war es ja so. Haben hier das kleiner als eingestellt und er muss kleiner sein als 0. Ja, 0 ist die Linie hier im MACD, das heißt, wir gehen nur long, wenn der Wert hier unten nach oben schneidet. Also ein extremer Wert ist, als wenn er jetzt da oben drüber crossed. Also nur, wenn er unterhalb der Nulllinie ist. Ja. Dann haben sie eine Null gemacht. Wie kriegen sie die Null da rein? Nach unten scrollen, hier ist Wert, Plus machen und dann Anzahl und die Anzahl rüberschieben. Und dann könnte man da auch reingeben, darüber, also das ist quasi die Null, könnte man jetzt auch einen anderen Wert hier oben eintragen, falls man eine andere Einstellungsmöglichkeit sucht. So haben die Null da reingekriegt. So, und das wäre jetzt die erste Bedingung, ist quasi, der MACD muss kleiner sein als Null. Das wäre ja dann schon ein Signal, wenn man hier unten rausläuft, permanent, ist es dann wieder über Null, dann wäre es halt kein Signal mehr. Aber es kommt noch so eine Bedingung hinzu, und zwar wieder der MACD, also wieder den MACD von oben genommen und nach unten gezogen. Wo ist er? Ja, da ist er, quasi hier festgehalten, runtergezogen, losgelassen, dann habt ihr das da drin. Und hier rechts die Einstellung vorgenommen. Ah, das bleibt, alles das Gleiche, okay. Dann haben sie im mittleren Feld ausgelöst, sage ich mal, angemarkert, cross above. Das heißt, das soll von unten, der MACD soll den Average von unten nach oben durchstoßen. Cross above, also kreuzen darüber. Dann haben sie wieder den MACD
zack, in die rechte Seite reingeschoben. Und jetzt muss man ganz wichtig dann auch sagen, nee, das ist nicht der Vergleich mit dem MACD selbst, weil wenn man MACD mit MACD vergleichen würde, sprich die kleine Linie hier, die kann sich ja nicht selbst kreuzen, also muss ich das True of Average setzen. Ja, das steht vorher auf False, das steht immer so da. Wenn ihr es rüberzieht und ihr müsst hier quasi oben hochgehen, dann auf True machen. Das ist bei anderen Indikatoren ähnlich, aber natürlich aufgrund der Spezifikation der einzelnen Indikatoren auch immer individuell. Ne? So, und letztendlich ist das die erste Condition. Viel mehr müsst ihr hier gar nicht verändern. Dann auf Übernehmen klicken und da sagt er, ups, ungültiger Condition-Typ undefined. Kann gar nicht sein, weil hier steht ja eigentlich Long drin. Wenn wir nochmal machen, Long, jetzt hat das. Oh, ihr seht, manchmal passiert da auch ein Fehler. Ich habe ja Long trotzdem drin gehabt und der gab mir jetzt eine Fehlerliste aus. Das ist ja auch mal spannend. Was hat er denn jetzt? Also ich habe ein Update gemacht. Das ist schön. Data Series angewendet. Kann nicht auf Operanden angewendet werden. Ist ja lustig, ich habe ja gar nichts verändert. So, machen wir mal auf OK, weil letztendlich ist der ja schon vorhanden. Wenn er jetzt auf OK das trotzdem macht, dann hat er irgendwie was übersehen oder er meldet wieder einen Fehler und er meldet wieder einen Fehler. Das kann euch auch passieren, wenn ihr selber was erstellt, das ist mir auch passiert, das ist ganz normal. Dann kann man halt sehen, okay, welcher Indikator ist denn das, was ich falsch gemacht habe. Klicke ich darauf, dann komme ich dahin und dann muss ich halt sehen, dass ich den Fehler behebe. Vielleicht hat jetzt einer Signalton, schreibt der Günther. Signalton kann man im Scanner einschalten, also in der Scannerliste hier links, das kann man machen. Ich sehe eigentlich nichts, was da irgendwie falsch gelaufen ist. Vielleicht ist das mit, hängt das mit dem Update zusammen. Gehen wir raus, weil letztendlich war die ja Gott sei Dank schon vorhanden. Öffne das nochmal. Und dann müsste der MACD ja da sein, weil er den Fehler wird ja nicht mitgespeichert haben. Das macht er dann nicht. Und dann sieht man, da ist das MACD Long. Vielleicht habe ich hier irgendwo falsch drauf. Ja, ich habe, glaube ich, die 0 nicht angeklickt oder so. Also hier funktioniert der. Kann halt einfach die Farben noch schnell ändern, weil ich wollte es ja doch anders haben. Das ist das mit dem Scanner. Dunkelgrün. So. Den Rest lasse ich so. Das war ja nur zum Zeigen. Übernehmen. Jetzt müsste der funktionieren. Irgendwo hatte ich einen falschen Klick drin. Okay. Okay. So. Das wäre das Signal. MACD Crossover Long. Und um das in den Scanner zu bekommen, klickt man hier auf Spalten bearbeiten. Geht auf diese Auswahlmöglichkeiten, da kann man ja, wie gesagt, haben wir auch diese Infoseiten reingemacht, Symbolen und so. Aber jetzt gehen wir auf Conditions und suchen uns die Condition aus. Es können auch eigene sein, die ihr habt. MACD Crossover Long aus, schieben die hier rüber und suchen uns eine Position aus. Kommentar hätte ich gerne am Schluss vielleicht oder am Anfang, ist nach Belieben. Ich mache es immer nach den Symbolen. Und sehe da, man hat hier eine Einstellung 1 Minute. Und das ist ganz wichtig. Wenn ihr das da hineinschiebt, es steht immer auf 1 Minute. Ihr müsst eine Zeiteinheit eintragen. Hier würde ja quasi die Minutenperioden nehmen und entscheiden, ob der MACD dann Cross hat. Wollen wir nicht, wir wollen auf Tag. Also hier auf der rechten Seite unter Zeiteinheit. Da auf das Ding klicken und auf Tag umstellen. So, und auch hier könnt ihr natürlich Hintergrundfarbe, eure Farbe einstellen vom Scanner, wie ihr möchtet. Und nehmen wir das mal wieder das gleiche, was ich davor hatte. Nehmen wir Light Blue, sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Und kann hier den Namen anpassen. Das ist natürlich ein langer Name für ein Signal. Die Spalte im Scanner wäre dann recht weit. Also ändere ich die Beschriftung und mache einfach nur ML, ich weiß, dass es MACD ist, ich nehme ML, die Abkürzung, um die Spalte möglichst klein zu halten. Gehe auf Bestätigen. Mal gucken, ob ich noch was vergessen habe. Hier oben könnt ihr noch einstellen, ob das links oder rechts bündig oder in der Mitte steht. Ich nehme mal Center. Ja. Bestätigen und ihr seht, wenn ich auf Bestätigen gehe, dann habe ich hier eine Leiste ML, das wäre jetzt mein MACD Long. Ich habe Nullen stehen, das bedeutet, habe kein Cross.
Also kein Signal, was diesen Kriterien entspricht. So, jetzt will ich das Gleiche meinetwegen für Short haben. Dann mache ich das Gleiche, zack, rüber, ändere hier die Zeiteinheit, Tag, mache die Farbe genauso im Hintergrund, jetzt die Blue, und dann haben wir schon unsere ersten jetzt glaube ich, es war Light Blue, Light Blue, Light Blue, Light Blue, so, muss den MS, MACD Short, nehme ich als Abkürzung, O und mache auf Center, sieht besser aus nachher, so, bestätigen, Short-Signal, so, und letztendlich wäre, wenn es ein Long-Signal hier in grün und eine 1 bedeutet, die Bedingung von dieser Condition, von diesem Signal trifft zu und man hat dem Effekt jetzt dort ein Signal. Das können wir überprüfen, wenn man es anklickt. Deswegen haben wir den Indikator drin. Ich habe den mal ein bisschen größer gemacht. Da sehen wir, dass der größer ist als 0, dass der MACD den Average, den Durchschnitt von oben nach unten schneidet. Denn das ist die Bedingung quasi genau revers zu der Long-Bedingung. Also so funktioniert das. Jetzt habe ich das im Scanner drin. Jetzt möchte ich das aber im Chart sehen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ne, muss ich nicht. Ich denke, mein Pfeil wird angekreuzt sein. Wie kriege ich das hin? Ich mache das auch über den Action Bar. Das kennt ihr sicherlich auch. Ich klicke hier oben drauf. Gehe auf Indikatoren. Bearbeiten. Gehe ganz nach links dann, um mir dann die Condition wieder auszusuchen. Ihr seht, hier unten ist MACD. Da klicke ich einmal rein für Long und zweimal rein für, könnt auch rüberziehen, für Short. So, und hier lasst ihr bitte einfach die Zeiteinheit hier unten offen. Was ich am Anfang gesagt habe, einfach die Zeiteinheit in der Condition einfach offen lassen. Dann ist die im Minutenchart auf Minute. Man kann auch eine Zeit eingeben, eine Zeiteinheit, aber dann hat man zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, wenn man Tag eingibt, keine Anzeige. Oder mehrere Pfeile über mehrere Minutenperioden zum Beispiel. Man kann ja auch Zeiteinheiten quasi in eine andere legen. Und das ist ein bisschen komplizierter, aber zur Einfachheit würde ich das erstmal offen lassen am Anfang. So, und dann machen wir unten, ist wichtig, Chart Panel, nicht ein New Panel. Was ist ein Panel? Dieses MACD ist quasi ein Panel unterhalb des Charts. Wir wollen also nicht, dass so ein Signal unterhalb des Charts ist, sondern im Chart. Deshalb müssen wir hier reinklicken und Chart Panel angeben. So. Das gleiche machen wir mit dem MACD Long, auch im Chart Panel. So, offen lassen, offen lassen, alles gut. Wir können hier den Namen noch verändern, weil er auch extrem lang ist. Hier oben unter Beschriftung, wir machen wieder ML für MACD Long und hier oben beim Short gleiche MS. So. Jetzt gehen wir auf OK und auf Apply. Und auf OK. Was ist jetzt passiert? Wir haben diese beiden Signale jetzt hier drin. ML ist long. Mach's mal größer. So, ihr seht, hier kommt ein Zeichen rein, ein Long-Signal, wenn der MACD quasi den Average von unten nach oben und unter Null ist, kriegt man ein Long-Signal. So, mal sehen, ob wir ein Short-Signal haben irgendwo. War ich noch nicht drin? Da, reingemacht, Short-Signal haben wir hier. Da schneidet der über dem Null quasi der MACD den Average von oben nach unten. So. Wenn wir jetzt schauen, haben wir die auch, wie ihr wisst, nur in dieser Vorlage. Und jetzt müsst ihr übersehen, hier unten sind die Signale nicht drin in den kleinen. Die kann man ja auch größer werden lassen, die Charts, wenn man hier oben auf diese Chartvergrößerung klickt. Aber ihr seht, man kann nicht einfach alles überschreiben. Man muss das strukturiert machen. Stellt mal vor, ihr macht hier, wollt hier noch mehrere Signale drin sein und ihr habt hier alle Tabs offen, dann ist das eine wilde Klickerei. Also wichtig, was haben wir verändert? Den Scanner. Weil wir kommen jetzt schon zum Ende. Wir speichern das als Vorlage ab. Rechtsklick, Scannervorlage, speichern unter TS-Screener. So, das haben wir gesichert. Den Chart haben wir verändert, den großen hier. Denn wir haben ja hier noch die ML-Dinger drin. Was machen wir damit? Wir machen eine Speicherung, und zwar Rechtsklick, Einstellungen,
Chartvorlage, speichern unter, TS Screener. So, Chart wieder kleiner machen. Wir laden das jetzt hier in den anderen auch rein. Rechtsklick, Einstellungen, Chartvorlage, laden. Ihr werdet sehen, aha, ich muss wieder was anderes wechseln. Ihr seht, das ist eine Klickerei, aber die lässt sich leider nicht vermeiden, wenn man da ein bisschen differenziert arbeiten möchte. Und jetzt haben wir das auch so. Das gleiche nochmal. Und dann kommen wir schon in den letzten Speicherklick. Dann haben wir nämlich unsere Chartgruppe fast fertig. Einmal verändern, Renko. Und dann geben wir einfach Chartvorlage, TS Screener. Und TS Screener. Jetzt haben wir alle drei Chartvorlagen gleich. Und jetzt haben wir das erste Mal, damit wir das auch sichern, eine List-Chartgruppe so annähernd hingekommen, wie wir das haben möchten. Und zwar, der Scanner ist fertig soweit, die Charts sind fertig, jetzt klicken wir mit rechts rein, Einstellungen und jetzt speichern wir das als Chartgruppe ab, Vorlage, Vorlage, speichern unter und da haben wir noch nichts als List-Chartgruppe, hier oben auf Select, DS, Trading Station, Screener und auf OK. So, aber wenn wir jetzt noch ganz gut sind, dann machen wir hier noch bei Haupt, oben Arbeitsplatz, das ist quasi alles, was wir sehen. Speichern wir das auch nochmal und geben dem Namen Trading Station. Kategorie, ja, meine Handelsplätze Managing. Mal sehen, ob das geht. Okay, schauen wir mal. Haupt, Arbeitsplatz. Meine Handelsplätze, Trading Station ist abgelegt. Genau das gleiche Prinzip wie bei den Indikatoren. Das ist der Ordner und das sind die Blätter quasi da drin. Das ist der Schrank quasi alles. Ja, somit seid ihr schon mal auf der richtigen Seite. Was haben wir heute gelernt oder was haben wir gemeinsam gemacht? Wir haben noch ein paar Chartveränderungen vorgenommen, also das, was hier drin ist. Und ihr wisst, wenn man im Chart was verändert, muss man speichern in einer Chartvorlage. Ihr habt die Speicherwege gelernt und schafft euch eine Vorlage, wo das optimal am Ende fertig ist. Und dann ladet sie zum Schluss erst in die anderen. Ja, das könnt ihr euch dann im Endeffekt sparen. Wenn die eine so fertig ist, wie ihr sie haben wollt, ladet ihr sie im Endeffekt in den anderen Chart hinein. Wir haben eine Scannervorlage erstellt, die haben wir gespeichert. Und im Endeffekt das Gesamtbild dieser drei Charts mit dem Scanner ergibt eine List-Chart-Gruppe. Und auch hier haben wir gespeichert und somit unsere erste Sache erstellt. Und zum Abschluss zeige ich euch, jetzt machen wir Folgendes. Das soll ja unser Scanner sein. Jetzt gehen wir hier oben auf, suchen uns unsere Screener-Vorlage, die wir haben. Wir wollen ja den Namen Screener haben. Es soll ja unser Screener sein. Wir klicken die an und jetzt haben wir hier unten eine Vorlage, nämlich so eine List-Chart-Gruppe. Ja, und da seht ihr, TS Screener, die wollten wir haben. Das klicken wir an und klicken. Wir machen mal hier Charts, Anzeige 1000, nicht 500. Also 1000 Candlesticks im Tageschart und klicken auf OK. Und was passiert? Ihr kriegt hier oben einen Tab, der heißt Screener. So, und den schiebt er jetzt ganz nach links, weil das ist nämlich der erste Schritt, mit dem wir arbeiten. Der rechts ist ja noch alles das, was wir hier hatten. So, und das ist der Screener. Und im Teil 3 verrate ich euch, jetzt ist ja hier nichts drin, wie wir mit dem TS-Screener arbeiten. So, vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Freut euch auf Teil 3. Dann geht es genau an der Stelle weiter. Ich lasse den Arbeitsplatz so stehen, speichere den so ab und freue mich dann auf den März mit euch. Tschüss. Super, vielen, vielen Dank, Carsten. Wirklich sehr interessant. Ich freue mich auch auf den dritten Teil und natürlich ein riesen Dankeschön wie immer an die Teilnehmer, die heute live dabei waren. Ich wünsche noch einen schönen Abend, noch viel Erfolg beim Traden diese Woche. Passen Sie auf viele Positionen auf und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.